Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick frei zockt Bleib trotz F1 eines Motorproblems 2013. vor deinem Teamkollegen. Ja, lass mal gut Hol nach sein. einem Reifenschaden wieder auf und überhole deinen Teamkollegen. Genau, das, ne, Moment, ich bin gerade am gucken, das haben wir alles Hol erledigt. nach einem Reifenschaden wieder auf und überhole deinen Teamkollegen. Okay, ich wusste gar nicht, dass das in einem Mercedes stattfindet. Na gut, ist ja auch egal, in was es stattfindet. Sprich, wir haben wieder eine Aufgabe fürs Szenario, wollen das Ganze wieder auf Gold probieren und ja, schauen wir mal, wie das diesmal wird. Es kann nur schief gehen. Wieder wie immer, die zwei besten oder drei besten Versuche schaffen es ins Video, wenn es denn so viele Sieht gibt. Sieht aus, als wären die beiden Mercedes-Fahrer aneinander geraten. Hamiltons Teamkollege hat sich einen Reifenschaden eingefangen. Aber jetzt ist er an der Box. Möglicherweise kann er heute doch noch etwas holen. Es geht weiter. Du musst diese Runde an die Box. Ja, hier funktioniert keine Lenkung, kein Gas, kein gar nichts. Ich kann nicht schneller rein wie, keine Ahnung was. Warum die uns nicht einfach am Boxenausgang rauslassen, verstehe ich nicht ganz, weil, naja. Die Ampel bleibt rot. Gut, Masters, die Ampel ist rot, ich darf gar nicht rausfahren. Ja, vor dem Vorfall bin ich auch nicht gefahren, deshalb war dort die Sache gut. Ja, ich kämpfe immer noch ein bisschen mit der Steuerung, die nicht ganz so ist, wie ich die erwarte. Was entweder an einem sehr, sehr guten Mercedes hängen kann, oder daran, dass sich irgendwas an meinem Lenkrad wieder verdöselt hat. Wie subtil, hat der Hamilton einen überholt? Es wird ja immer besser. So, lenk rum. Bremse mal nach hinten machen. Da komme ich besser um die Kurven. So, wir pushen, was das Zeug hält. Ich muss da vorne ran, ey. Mein Gott, wie dieses Auto liegt. Damit war ich am Anfang überfordert, dass die Karre liegt. Das müsst ihr euch mal geben. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden ich gebraucht habe hier, bis ich mich ins Auto gewöhnt hatte, weil das einfach derbe gut liegt. Also wenn ich hier einlenke, dann lenkt der ein und das ist mein Problem, das bin ich nicht gewohnt. Und ja, wenn man einlenkt und er lenkt einen, man ist das nicht gewohnt, dann hat das zur Folge, dass man Kurven fährt und flucht, dass er einlenkt. So, an den kommen wir komischerweise easy going ran hier. An den kommen wir komischerweise easy going ran, an unseren Teamkollegen nicht, der ist verdammt schnell. Das Beiwerk hier ist nicht schnell, aber unser Teamkollege, der die Mission ist, der ist verdammt schnell. Und bei der Rate, die wir derzeit haben, hier mit vorankommen, ist der mir, glaube ich, zu schnell. Alter, liegt die Karre.
Wir brauchen ein anderes Team in der Karriere. Ich meine, wir fahren hier, wenn mich nicht alles täuscht, auf Gold. Ja, die Kurven hier, die rauben mir den letzten Nerv, die kann ich gar nicht. Dafür kann ich die hier eigentlich ganz gut. Wenn ich sie denn erwisch. Ja, wir werden gerade abgehängt von Lewis. Gong die rum. Wir haben noch anderthalb Runden, an dem da vorne vorbeizukommen. Ich glaube, wir müssen nur vorbeifahren. Puh. Da vorne sehen wir ihn schon. Gut, die Lücke zu deinem Vordermann beträgt 5 Sekunden. Mal sehen, ob wir sie schließen können. Ja, ich denke, dass wir die schon schließen können. Weil ich gebe hier zurzeit alles. Es sind dann noch 4 Sekunden, das ist aber die letzte Runde. Und ob ich es in der wirklich schaffe, da noch ranzufahren, das wird fraglich. Ja, ich fahre hier mehr durchs Gemüse, meine Fresse, als dass ich hier die Linie treffe. Ich meine, in der Theorie weiß ich, wie ich das hier zu fahren habe, in der Praxis kriege ich es aber nicht umgesetzt. Was ist denn jetzt los? Oh Mann! Der ist mir ausgebrochen beim Anbremsen. So, wenn ich Glück habe, kriegt er da vorne Verkehr und wird dadurch aufgehalten. Nee, der ist schon vorbei. Na tolle Wurst, ey. Haben die den vorbeigewunken? Ist er gerade durch den durchgefahren oder was? Tja, super. Wieder nicht geschafft. Aber es hat schon besser geklappt wie die Sachen zuvor. Ich bin da guter Dinge. Geht's nochmal weiter? Ich bin da guter Dinge, dass wir das jetzt gleich nochmal schaffen. So langsam werde ich warm hier. Das hier ist der größte Müll, ja. So, jetzt kriege ich hier das Auto übergeben und ab da kann ich ihn nicht mehr steuern. Ich will ja so schnell wie es geht rein. Und mit einem kaputten Vorderrad kann man eigentlich schon schneller fahren. Hatte ich ja auch schon. Ist ja nicht so, dass ich das noch nicht hatte. Jetzt werden wir gleich von zwei überholt. Ja, spricht's easygoing aus der Box, als wäre es das Leichteste auf der Welt, dann noch schnell vorbeizufahren. Ja, also guckt euch das mal an, ey, der Grip ist echt total für einen Eimer.
Mensch, ey, die Räder, die sind... Mir fällt da echt langsam nichts mehr zu ein, ey. Das fährt sich total anders. Die Räder sind warm, die Räder sind nicht abgefahren. Ich rutsche mehr durch die Gegend als am Ende des letzten Versuchs. Hey, sag mal, das Auto reagiert nicht mehr. Ja, die ganze Zeit lenkt er zu stark ein und jetzt reagiert er nicht mehr. Also mein Lenkrad und dieses Spiel, die wollen irgendwie nicht zusammen. Du hast 6 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 6 Sekunden. Ja, ich erwische einen Curb wieder und zwoppt mein Auto rum. Sehr aufbauend. Noch 3 Runden und wir verlieren Zeit ohne Ende, weil wir nur Fahrfehler da drin hatten. Entweder gewinne ich jetzt meinen Rhythmus zurück und fahre hier noch eine oder andere gescheite Runde und komme da vorne ran. Oder wir können es direkt neu starten. Ich verstehe nicht, warum ich die Kurve nicht mehr kriege. Ich habe die ganze Zeit doch auch gekriegt. Ich fahre die nicht großartig anders. Nicht, dass ich wüsste. Und plötzlich geht's ab in den Kies. Es ist ein Drama. Diese Szenarios, die kosten mich einen letzten Nerv, ey. Da lässt er mich auf der Mittenstraße raus. Die ganze Zeit fährt er mich in die Boxengasse. Hier lässt er mich auf der Mittenstraße raus. Ja, irgendwie habe ich den Eindruck hier, die fahren immer weiter von mir weg. Wann immer ich da rauskomme, sind die weiter weg. So kommt es mir gerade vor. Ja, vor dem Vorfall bin ich aber auch nicht gefahren. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll. Und jetzt machen wir gleich Raikön. Don't talk to me. Ich stelle mir das ja interessant vor. Alonso und Raikön nächstes Jahr in einem Team. Die Box sagt Raikön, oh Mann, die Box sagt Raikön, Alonso is faster than you. Und Raikön sagt, don't talk to me. Da warte ich nur drauf, das wird interessant. Und bei den Testtagen in Katalonia ist Alonso hochkonzentriert und Raikön isst ein Eis. Alter, ey, was ist denn mit dem Auto los? Jetzt fahr wieder wie vorher. Ich habe mich daran gewöhnt, jetzt ist es plötzlich wieder anders. Der Motor hört sich an, als würde er gleich einen Sprung aus dem Fenster machen. So, wir kommen mal gescheit um die Kurven rum und schließen auf, wie so ein Bekloppter, auf Sutil. Aha. Oh, geh rum. Das sieht doch mal gut aus, der Versuch hier.
So, auf Sotil können wir uns absetzen und auf Hamilton können wir nicht wirklich aufschließen. Du hast 2 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Der wird abgehängt, weil ich nach vorne fahre und nicht nach hinten gucke. Also wenn wir jetzt noch 2 Runden Zeit haben für 5 Sekunden, wenn ich keinen groben Fehler mache, sieht das Ganze gut aus. Sprach's und ließ das Vorderrad stehen. Ich bin dabei, Gas zu geben. Ja, bremst doch mal, Auto. Vorne ist er schon. Ich gebe alles, um hier gut rauszukommen, dass er hier nicht zu viel Land gewinnt. Weil aus irgendeinem Grund ist der da schneller. Das ist sowieso so ein Problem. Der Computer ist auf Geraden immer schneller als ich. Setz zum Überholvorgang an, wenn du dir sicher bist, dass du es ohne Berührung schaffst. Einen Unfall können wir uns nicht leisten. Ja, ja. Passt schon. So, ist die letzte Runde. Wir kommen eigentlich soweit ganz gut ran. Wir kommen sehr gut ran. Dann sollen wir mal Platz machen hier, der Kollege. Hervorragend! Ich wusste, dass du ihn packen kannst. Konzentrier dich jetzt darauf, ins Ziel zu kommen. So, kann der mal aufhören, von mir Schlangenlinien zu fahren, dass er berechenbarer wird? Hasse ich wie die Pest, ey, die KI. So, das sieht doch gut aus. Diesmal könnten wir es wirklich schaffen. Ein paar Versuche braucht es meistens, aber schaffen tun wir es dann irgendwann doch. Und das ist doch eine super Sache. Da haben wir es geschafft. Die Rundenzeit ist nicht schlechter oder besser wie die, die wir schon vorher produziert hatten, aber diesmal hat es halt einfach gepasst. So, und da haben wir es auf Gold geschafft. Hamiltons Teamkollege hat heute seinen Biss unter Beweis gestellt. Trotz eines Reifenschadens konnte er seinen Platz von Lewis zurückerobern. Ja, und dann 1,2 Sekunden vor ihm liegen, was auch schon mal so ein Ding ist für sich, weil erst kommst du nicht ran und plötzlich bist du so viel schneller. Also irgendwie eine Logik muss ich da nicht erkennen. Ja, wobei ich bin in diesem Versuch halt ziemlich ohne Fehler durchgekommen und dann passt's eigentlich. Das Problem sind eh immer die Fehler. Ja, und so ein Auto, was nicht liegt, produziert halt mehr Fehler. Das ist halt das Problem. Deshalb sind die langsamer. Weil die mehr am Kämpfen sind, dass eben der Fehler nicht passiert. Und dann müssen sie halt langsamer fahren. So, haben wir auch wieder mal geschafft hier. In Suzuka wolkenlos mit Mercedes AMG eine Goldmedaille einzufahren. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich sag an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns dann ja beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Nick frei zockt.
F1 2013 im Szenario-Modus und dann sind wir mal gespannt, wie das Ganze dann in Sao Paulo wolkenlos wird im Saisonfinale. Schauen wir einfach mal. Bis dahin auf jeden Fall noch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß noch mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.